Sie befinden sich gerade vor dem Geburtshaus meines Großvaters, Max Simmering. Hier wurde er 1909 geboren. Ich bin sein Enkel. Seine jüdischen Eltern nannten ihn Max, obwohl er später mal Mix genannt wurde. Das kam daher, weil es in der Wandergruppe 5 Maxe gab und um sie zu unterscheiden, wurden sie in Max, Max, Mix, Mox und Mux umgetauft. Und als mein Großvater ungefähr so alt war, zog seine jüdische Familie nach Dresden. Dort verbrachte er dann auch seine Kindheit und Jugend. Hier ist noch ein Bild. Und das hier ist mein Großvater. Und als er so ungefähr 15 Jahre alt war, schrieb er in der Schule sein erstes Gedicht. Und er hat später in seinem Tagebuch geschrieben, dass es für ihn nie einen angeborenen, unüberwindlichen Drang gab, Schriftsteller werden zu wollen. Er wollte was verändern und das war der Grund, warum er anfing zu schreiben. Es war damals die Zeit 1928, die Zeit der Weltwirtschaftskrise und die Zukunftsaussichten für einen jungen Menschen waren nicht besonders rosig, vor allem nicht, wenn er Jude war. Und so begann er, der immer davon noch geträumt hatte, später mal auf eine Universität zu gehen, war er gezwungen, sich mit politischen Problemen auseinanderzusetzen. Und gemeinsam mit seinen Brüdern Fred und Josef war er dann schon in jungen Jahren politisch aktiv und gehörte verschiedenen linksorientierten Gruppen an. Sie beteiligten sich an Demonstrationen, klebten Plakate, malten Parolen an die Häuserwände, verteilten Flugblätter. Und mein Großvater musste infolge seines Asthma-Leidens immer öfter zu Hause bleiben und fing deswegen an mit seinen ersten Schreibversuchen. Seine Gedichte, vor allem auch politischen Gedichte, erschienen unter dem Pseudonym MZ, denn er durfte als Schüler weder dem kommunistischen Jugendverband angehören, noch in Zeitungen schreiben. Und dennoch, eines Tages, einige Wochen vor dem Abitur, wurde er zum Rektor gerufen und vor sich hatte der Rektor eines seiner Gedichte liegen. Und mein Großvater wusste, dass man ein paar Tage zuvor mehrere Schüler wegen mangelnder deutschfreundlicher Gesinnung von der Schule geworfen hatte, unter anderem auch sein Bruder Fred. Und mein Großvater gab es aber nicht zu und der Rektor konnte es ihm nicht beweisen und so musste er ihn laufen lassen. Später bekam sein Vater eine Vorladung zum Polizeipräsidium und das Schlimmste befürchtend folgte er dieser Vorladung. Aber es kam anders als gedacht. Der Beamte kannte seinen Vater und schätzte ihn und warnte ihn nun inständig, seine Kinder besser außer Landes zu schicken. Und das war eine unmissverständliche Warnung. Also machten sich die Brüder sofort dran, die Flucht vorzubereiten, mit Hilfe der Kommunistischen Partei und der Dresdner Jüdischen Gemeinde. Und zu einem letzten, kurzen, gut gesicherten Abschied kamen sie nochmal zusammen. Die Brüder hatten die elterliche Wohnung verlassen, weil es immer wieder zu Gestapo-Kontrollen kam. Und an diesem letzten Abend ist dieses Foto hier entstanden. Es ist das letzte Familienfoto. Besonders schwer fiel der Abschied von der im Krankenstuhl sitzenden Mutter. Und der Vater sagt, er würde am liebsten auch Deutschland verlassen, könne aber nicht die Mutter mit ins Ungewisse nehmen oder sie allein zurücklassen. Und er wusste, dass das letzte Wiedersehen ist. Und dieses Foto berührt mich, weil ich mir immer versuche vorzustellen, wie sich das anfühlen mag, wenn man seinen Eltern für immer Lebewohl sagen muss. Den Brüdern gelang dann die Flucht nach Paris. Für meinen Großvater begann eine lange Reise von Paris über Palästina nach Tschechien, Polen, Norwegen, Schweden, England bis nach Australien. Und erst nach 12 Jahren konnte er wieder in seine Heimat zurückkehren und landete 1946 wieder hier in Pirna. Und der Kreis hatte sich geschlossen. Er wurde zu einem der bekanntesten Schriftsteller im Osten und Ehrenbürger der Stadt Pirna. Aber seine Eltern hat er nie wieder gesehen.